Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Nach unserem Weltraumspaziergang ist, glaube ich, irgendwo ein Phantom. Ich habe es zumindest. Da ist doch der Strom. Da ist doch Strom. Geh weg. Oh, Scheiße. Ach, zum Glück. Ist irgendwo ein Phantom. Ich glaube aber eine Ebene weiter oben. Hoffe mal, es sieht mich nicht. So, Moment mal. Wo muss ich jetzt hin? Dr. Calvinos Werkstatt. Hier. Dune, vielleicht können wir jetzt das Video weiter angucken. Das Suche und repariere die Looking Glass Serververbindung. Oder Looking Glass, besser gesagt. Nervt, dass hier einige Ecken so dunkel sind und aber dass das Licht dann gleichzeitig so hell ist, dass es verdammt nochmal blendet. Es gab nicht irgendein anderes Spiel, wo das ähnlich war? Was war denn das? War das bei 4, bei dem Spiel 4? Das könnte sein. Das kommt mir immer bekannt vor. Technik der Regelkreise. An dieser Stelle greift eine Metapher. Normalerweise besteht das Ziel der Regelungsmethode Theorie darin, die Ausgabe eines Systems zu kontrollieren und mit der gewünschten... Ah, das hat man schon. Warum gibt es hier so viele kaputte Festplattenlaufwerke? Dr. Calvino hier. Ich möchte, dass ich einen Reise... Becher anfertigen, der exakt 170 Gramm wiegt, natürlich im leeren Zustand. Meine kraftlosen Hände brauchen einen leichten Becher für meinen Kaffee. Ich lege als Dank auch ein gutes Wort bei Dr. Thorstein für sie ein. Alles klar, ich kümmere mich sofort darum. Cliff, Dr. Calvino hier. Modifizieren Sie eine der Wagen bitte so, dass sie bei 170 Gramm ein An-Aus-Signal sendet. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie fertig sind. Natürlich. Technische Daten, Looking Glass. Ich habe einen Blick auf die Daten geworfen, die du mir geschickt hast. Ich sehe da ein paar Probleme. Mir war nicht bewusst, dass du die Rechenleistung und Speicherkapazität so stark runtergeschraubt hast. Was, wenn jemand dem Hauptserver mit der Rohrzange kommt? Schmiert dann das ganze System ab? Wie auch immer, komm vorbei, sobald du Zeit hast. Dann besprechen wir die Einzelheiten. Ich hätte ein paar Vorschläge, falls du dafür empfänglich bist. Okay. Dann noch irgendwas von wegen Power Terminal. Von wegen mit der Rohrzange bearbeiten. Hätte ich jetzt vielleicht nicht kaputt machen sollen. Videowiedergabe. Dass die Looking Glass Anzeige gesendet werden soll. Testphase 1. Keine Verbindung zum Host. Eine Verbindung zum Host. Server bestätigen und oder wiederherstellen. Was? Diagnose. Softwareversion, Ferndiagnose, Host-Status bereit. Netzwerkdiagnose. Server ARX getrennt. Und die Bildschirmdiagnose. Beschädigung erkannt. Server AX, irgendwas getrennt. Elf zwölf am Ende, elf zwölf.
Gut gemacht, Morgan. Die Looking Glass Bildschirme sind wieder online. Gehen Sie schnellstmöglich zurück in Ihr Büro. Es ist wichtig, dass Sie den Rest Ihrer Nachricht hören. Wir treffen uns dort. Da muss ich ernsthaft wieder komplett zurückgehen? Ich hoffe mal, das sitze ich hier irgendwie schnell miteinander verbunden. Ich muss jetzt einfach mal straight hinzugehen. Gucken, ob das irgendwie funktioniert. Ne, hier ging es ja nicht weiter. Haben wir das Phantom erstmal ausgesperrt? Hier scheint ich auch nicht gewesen zu sein. Zumindest liegen hier solche Kabel rum. Ah, Waffen-Upgrade. Stimmt, ich wollte ja auch dieses Waffenschmied irgendwas lernen, damit ich meine Schrotflinte weiter besser machen kann. Waffenschmied 1 ermöglicht die Verwendung von Waffen-Upgrades. Oh, das kostet auch direkt wieder 4, aber ich nehme es trotzdem. Waffen-Upgrade. Oh, da können wir sogar 2 verbessern. Geil. Sehr schön. Haben es sogar getroffen. Wir müssen aber. Wir haben echt gute Energie, aber wir müssen echt mal unsere Scheiß. Ich habe noch nichts zu essen gefunden. Hier war doch irgendwo was. Ich habe noch nichts zu essen gefunden oder sowas, das irgendwie mal beenden würde. Besatzung, Programme. Bereichskarte herunterladen. Sicherheitsschrank entriegeln. Ah ne, verriegeln. Okay. Ach so, geht der Schrott wieder los? Ne, das machen wir nicht. Ah, ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Geschütz ausfahren. Ach so. Schön, das hätte ich mal woanders hinstellen sollen, glaube ich. Ah ne, ich kann es auch tragen. Sorry, ich musste niesen. Ich stelle es einfach mal hier hin. Sende Fehlerprotokoll. Bereit zum Scan. Ne, das bringt mir das zu hacken. Warum will ich das jetzt hacken? Fuck, warum will ich das jetzt hacken? Das bringt mir doch gar nichts. Was will ich damit machen? Es dient mir doch auch so schon. Hallo? Egal, ich mach's trotzdem. Boah, war das knapp. Oder habe ich es damit verstärkt, weil ich es gehackt habe, oder? Ach nee, verstärken ist Reparatur 2, okay. Ich stelle es einfach mal hier hin, was soll's. Oh Scheiße, da ist es. Komm her. Soll herkommen, das Geschütz den Blatt machen kann. Boah, so ein Idiot. Scheiße. Aber er hat's geschafft. Oh, die haben sich gegenseitig platt gemacht. Okay, damit kann ich leben. Terraforming des Mars. Allerdings schießen die Kosten dieser Mars
Anlagen und ihre Wartung in astronomischer Höhe. Dazu ist das spartanische Äußere weit von dem Bild der idyllischen Kolonie entfernt, die auf Plakaten um die Jahrhundertwende Weltraumtouristen anlocken sollten. All dies könnte sich nun jedoch bald ändern. In einem seiner seltenen Interviews spricht Transtar-Präsident Alex Yu über seine Vision von einem Mars, auf dem Familien im Gras picknicken können, bevor sie des Nachts am Himmel nach dem winzigen Lichtpunkt der Erde suchen. Die Umsetzung dieser Vision erfordert Terraforming des Mars, das schwierigste technische Problem, vor das die Menschheit jemals gestellt wurde. Yu zeigte mir ein graues Moos, einen speziell für diesen Zweck entwickelten extremophilen Organismus. Die unspektakulär wirkende Pflanze namens Takakia Katarin ist in Wirklichkeit jedoch ein äußerst effizientes organische Maschine, mit der die Marsatmosphäre im Laufe mehrerer Jahrhunderte dahingehend umgewandelt werden kann, dass sie unserer eigenen stark ähnelt. Ja, dass es solche Pflanzen gibt, aber ich dachte, es wären eher so Pfanne und sowas, die das können, das weiß ich auch. Warum kann man das nie bewegen, das Teleskop? Zu schnell, zu weit, 2. Und Johnsons Amtszeit endete, was den Weg für Präsident Reagan ebnete. Trotzdem wurde das Tempo des Wettlaufs ins All gemächlicher und der erwartungsvolle Vorstoß voriger Jahrzehnte schwächte sich aufgrund des Fehlens von Fortschritten, die der Weltraum zu versprechen schien, ab. Die Sowjetunion hatte bereits einen wirtschaftlichen Zusammenbruch aufgrund ähnlicher Schwerpunkte in Sachen Weltraum erlitten. Die weitere Finanzierung des Raumfahrtprogramms wurde in Washington und dem Pentagon unpopulär. Dadurch erhielten eine Reihe von Politikern Auftrieb, von denen viele auch erfolgreich ein Eingreifen der USA in Vietnam verhindert hatten, die sich eher darauf konzentrierten, Probleme zu Hause zu lösen. Aha. Geil, wie sich da alles so ein bisschen abgeändert hat in der Geschichte. So. Hier scheint es nicht mehr so viel zu geben. Ja, hier waren wir auch schon. Alles klar, alles klar. Okay, weiter. So. Schauen wir mal. Gegenstände. Naja. Brauchen wir jetzt nicht nutzen, den Recycler, weil wir ja sowieso gleich alles zur Verfügung haben. Guck mal, die Blumen habe ich vergessen. Ich hab's geahnt. Fuck. Was sind zwei? Jetzt nicht mehr. Oder war das einfach nur eine Illusion? Ich glaube, es war nur eine Illusion, oder? Es sah nach zwei aus. Es schien auch kein normaler Phantom gewesen zu sein. Aha. Macht nichts. Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Oh, das ist kaputt. Wir haben das kaputt gemacht. Das war blöd. Hallo? Halt sich mal zusammen. Das ist auch schon ein besonderer Mimik, also kein einfacher mehr. Bin gespannt, wie es weitergeht. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Du musst die Talos 1 zerstören. Die Forschung, die Typhon, alles vernichten. Auch dich. Ich weiß, wie das klingt. Aber du hast die Typhon erlebt. Sie sind ein Teil von dir. Wenn auch nur eine Zelle die Erde erreicht, ist es aus.
Tut mir leid, es gibt keinen anderen Weg. January wird dir zeigen, wie die Selbstzerstörung aktiviert wird. Alex wird dich aufhalten wollen. Er hasst es zu versagen. Er ist zu stolz, um beschämt zu Mama und Papa zurückzukriechen. Jetzt hängt alles an dir. Viel Glück. Gefällt dir nicht, oder? Nee, gefällt mir nicht wirklich. Das ist January? Hallo Morgan. Ich bin January 2035. Ich bin ein Operator. Es gibt viele Operator auf der Talos 1, aber keiner davon ist wie ich. Das dachte ich mir schon. Morgan. Ich bin Ihr Plan B. Meine erste Aufgabe war es, Sie aus der Simulation zu befreien. Dann sollte ich Ihnen das Video zeigen. Alles erledigt. Interessant. Ich habe jetzt Zugang zu weiteren Anweisungen. Die Selbstzerstörung der Talos 1 wird durch zwei Zündschlüssel aktiviert. Ihr Bruder hat den ersten, Sie den zweiten. Alex hat Ihren Zündschlüssel zerstört. Sie haben jedoch einen Fabrikatorplan für einen neuen in der Datenzentrale versteckt. Dorthin müssen Sie sich als nächstes begeben. Danach können wir uns Gedanken um Alex' Schlüssel machen. Die Typhon breiten sich schnell aus, Morgan. Das wird ein Wettlauf gegen Sie und Ihren Bruder. Mit dieser Schlüsselkarte haben Sie Zugang zum Hauptaufzug und allen Laboren. Mit dem Hauptaufzug erreichen Sie die Datenzentrale am schnellsten. Okay, neues Ziel. Begleitet er mich jetzt die ganze Zeit, oder? Oder die Generalschlüsselkarte? Gute Idee, aber erstmal alles recyceln und so. Und dann schauen wir weiter. So, noch mehr Schrott, den wir nicht brauchen. In Anführungsstrichen Schrott. Sieht nicht so aus. Oh, da können wir auf jeden Fall wieder Munition basteln. Wie haben wir denn noch? 24 und 62. Ich denke, einmal können wir uns trotzdem 9mm holen. Sicherheitshalber, dann brauchen wir da erstmal keine mehr. Und den Rest pumpe ich einfach in... Ja. Hä? Vorhin konnte man doch auch mehreres machen. Ein Schrotpatron. Müssen wir jetzt eigentlich auch genug haben. Na, scheiß drauf. So, jetzt können wir uns eh keine mehr leisten. Gehen weiter. Komisch, dass dieser LXU noch nicht wieder versucht hat, mit uns Verbindung aufzunehmen. Schlüsselkarte 34 Meter. Geil! Nächstes Thema. Ich sollte Ihnen weitere Neuromods besorgen. Das habe ich getan. Viel Glück, Morgan. Sie haben mich entworfen, damit ich Ihnen helfe. Auf weitere Anweisungen kann ich erst zugreifen, wenn Sie beide Zündschlüssel haben. Zwei Neuromods. Nimm den Hauptaufzug in der Lobby zum Arboretum. Guten Morgen, Talos. Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Oh, scheiße. Irgendwas Explosives zum Schmeißen sieht nicht so aus. Aber wahrscheinlich kommen wir da jetzt auch hin, ohne dass der Typ uns sieht.
Aufzugsteuerungssystem. Laut System ist alles in Ordnung. Nur der Diagnosecode ändert sich bei jeder Anfrage. Und irgendwas hindert die Kabine daran, herunterzufahren. Sie steckt oben fest, im Arboretum. Ich versuche, einen anderen Weg nach oben zu finden. Alles klar. Es gibt einen Weg durch das Psychotronik-Labor. Morgan, dort sind die Typhon aus der Eindämmung ausgebrochen. Vorsicht! Mio, hier ist Dr. Calvino. Was geht's? Ich bin krank. Völlig neben mir. Ich glaube nicht, dass ich zu meiner Schicht kommen kann. Okay. Soll ich das Array noch fertig machen? Ich habe haufenweise Glas hergestellt. Array? Ich weiß nicht. Ich sollte ein Array vorbereiten. Das war ein Missverständnis, ehrlich gesagt. Lassen Sie meine Experimente bitte in Ruhe, solange ich weg bin. Sie haben mir eine Nachricht hinterlassen. Ich hätte mir nicht so viel Arbeit gemacht, wenn Sie nicht... Natürlich. Ich erinnere mich. Machen Sie einfach erstmal... egal, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle? Reden wir morgen darüber. Okay, das war alles sehr merkwürdig. Mio, hier spricht Dr. Calvino. Tja, Sie haben wohl Feierabend. Oder ignorieren mich. Ich wollte nur... Ich komme morgen etwas später. Aber bereiten Sie morgen bitte gleich als erstes ein neues Mikrolinsen-Array vor. Das alte ist nämlich Schrott. Besorgen Sie sich alles Nötige aus der Werkstatt. Und wenn Clive meckert, nehmen Sie sich's aus dem Lagerschrank, wenn er gerade wegschaut. Offiziell kennen wir den Code zwar nicht, aber ich leite ihn an Sie weiter. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern hier erstmal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.